Ja, ist das ein Sternchen, was geht? Ja, willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen großen Account. Hier mit, ich weiß, ihr könnt euren Augen nicht trauen, aber naja, ich bin ab und zu mal auch für Überraschungen offen und ihr, denke ich mal, auch. Isida und Hopper. Denn es hat einen bestimmten Grund, warum ich diese Kombination jetzt hier drauf habe, denn wie ihr euch denken könnt, ist das hier die aktuelle Meta. Nicht, aber ich hatte Bock, in diesem Video mal komplett abzulosen. Nun denn, bevor wir also in das erste Match reingehen, welches verloren werden wird, nochmal ganz kurz, wollte ich auf zwei Kommentare eingehen. Übrigens, wenn ich euch mal meine Accounts ansehen lasse, nein, umgekehrt. Wenn ihr wollt, dass ich eure Accounts mir anschaue. Ich habe da schon zwei Kommentare bekommen, aber wenn ihr wollt, dann schreibt gerne euren Accountnamen rein und dann gucken wir uns das Ganze mal gemeinsam an. Aber ich hätte es bereuen müssen, bevor ich überhaupt auf die Idee kam, sowas zu machen. Aber okay, jetzt habe ich dazugelernt. Hast du schon den neuesten TikTok-Abfall gesehen an NPC-Streams? Den Typen mit den Hotdogs? Ich habe danach gesucht. Nach diesem Kommentar habe ich danach mal hier auf YouTube gesucht und es war ein Fehler. Aber es hat mir gezeigt, die App bleibt weiterhin meinem Handy definitiv fern. Ja, bin da ganz ehrlich, aber ich jammer nicht, falls die Welt untergeht. man könnte ja auch einfach die App vergessen, ne? Das wäre auch in Ordnung. Das wäre auch in Ordnung. Also ich persönlich, ich lebe auch ohne TikTok. Ne? Soll's geben. Aber ja, okay. Irgendwann wurde mir das halt mal reingespült in die Videovorschläge, weil ich auch ich habe ja den einen oder anderen Kanal abonniert und da wurde das dann mal aufgegriffen und ich dachte, also zuerst dachte ich, das geht in eine völlig andere Richtung, ne? So NPC-Stream, ich dachte, da wird jetzt halt irgendwie so, da ist halt irgendeine Person, die hat jetzt irgendwie Kritik abbekommen und die verteidigt sich dann halt mit so 0815-Aussagen oder so, die halt von einem NPC kommen könnten. Aber nein, mein Weltbild wurde komplett über den Haufen geworfen. Ja, so kann man sich also täuschen in der Menschheit. So, aber ansonsten gab es noch Kritik zu meiner Person. Dem stelle ich mich natürlich. Entsprechend habe ich gerade den Kerker auch schon gefegt. Da ist ein Platz frei. Es geht um mich, ja. Ich schreie in die Ohren, ohne Ankündigung, während Leute in ihr Kopfhörer tragen. Aber ich mache auch eine 5-Minuten-Epilepsie-Warnung, weil ich meine Light-Mode-Seite zeige. Ja, man muss Prioritäten setzen. Also diese Kritik wird abgeschmettert. Gut, wir gehen rein in eine, ich würde mal vermuten, Control-Point-Schlacht, weil es läuft ja auf meinem Account, was das angeht, mit Control-Points doch sehr gut. Also muss dieser Schnitt nach unten gezogen werden. Ja, und ich hoffe, ihr habt dann Bock auf die, irgendwann dann mal, auf die Meta. Ich habe mir so ein bisschen so die Frage gestellt, was könnte man jetzt alles auswerten, was ist interessant, aber zum Beispiel halt so, ja, wie viele EP wurden denn jetzt erspielt mit einer Waffe in einer Woche oder sowas. Aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, nachdem ich halt dann mal so reingeguckt habe, eigentlich völlig Schwachsinn, sowas halt dann als Info mal rauszugeben, weil das ist natürlich nicht die vollständige Liste und die hat ja auch keine Bedeutung, wenn zum Beispiel halt über die Woche halt mehr Leute halt aufgenommen wurden in diesem ganzen Tracking-Dings, dann steigt ja automatisch die Zahl der EP. Klar, man könnte das halt dann auf Durchschnitt pro Account dann runterbrechen und so. Ja, aber trotzdem, das Hochrechnen ist ja dann auch dämlich. Also daher denke ich mal, das Wichtigste wäre halt eher, was lohnt sich halt am besten, ne? Im Sinne von, ja, was macht denn halt momentan am meisten EP pro Stunde zum Beispiel, ne? Das ist ja eigentlich das, was halt wirklich von Nutzen ist. Und ja, also das hier war übrigens die erste Schlacht, die ich möchte jetzt nicht negativ klingen, deswegen sage ich habe sie nicht gewonnen.
Ich habe nicht verloren, aber ich habe auch nur weil ich nicht gewonnen habe, heißt das ja nicht, dass ich verloren habe. Ja. Ja, ich habe halt nur nicht gewonnen. Okay, gut. Nun denn, Schlacht Nummer 2, gehen wir rein. Das ging aber sehr flott. Ja, so muss es sein, so muss es sein. Das ist übrigens dann doch so, ich würde sagen, der Fluch, wenn du halt Isidar und Hopper nimmst. Also für meine Person jetzt. Hm? Okay, gut. Aber was Neues dazugelernt. Also, ich war kurz, ja, das ist, das schmeckt auch, das schmeckt auch. Guck dich mal an. 27 für uns, 53 für die Gegner. Es ist mal wieder an der Zeit, ja, dass hier die Niederlage mal wieder ins Haus kommt. So, sehr schön. Ich würd uns jetzt maximal 2 Minuten geben. Man nannte mich auch Nostradamus, ne? Nur mal so als Information. Oh, da ist ja einer. Alles klar. Nice. Ich hab so jetzt die Vermutung, ich werde jetzt wirklich, wirklich mit Absicht in irgendwelche Schlachten geschickt. Aber mich würde, noch einmal, mich würde wirklich, wirklich, wirklich brennend interessieren, wie dieses Matchmaking in TO aufgebaut ist. Anhand welcher Parameter, die es eventuell geben mag, wird entschieden, in welche Schlacht man hier gelotst wird. Also, das würde mich halt persönlich wirklich mal wirklich interessieren. Ne? Ist es nur der Rang? Ist es der Gearscore? Ist es, weiß ich nicht, die Performance der letzten 10 Schlachten im Mittel? Und anhand dessen wird halt analysiert, wie schnell du aufs Maul kriegst. Also, ich weiß es nicht, aber jedenfalls so oder so ähnlich, ne? Mich würde es halt wirklich interessieren, weil das ist jetzt... Natürlich, ich meine mal, wenn du jetzt hier in eine laufende Schlacht kommst, dann ist es wahrscheinlicher, dass du halt im Verliererteam landest, denn dort wird definitiv ein Platz frei sein, weil irgendjemand hat sich halt gesagt, nee, ich habe halt keine Lust darauf. So. Daher, ja, ist es halt eben sehr, sehr wahrscheinlich. Nice. Sehr schön. Wunderbar. Aber gut. Okay. Das ist jetzt also die zweite Schlacht, die hier definitiv nicht verloren wurde, aber auch nicht gewonnen wurde. Und das Ganze in, ja, ich würde sagen, wirklich in 2 Minuten, die hier noch zu spielen waren. Also gerade holen wir uns so ein bisschen wieder Boden unter die Füße, aber ich würde da jetzt nicht unbedingt viel drauf setzen. Nee. Glaube ich nicht. Vor allem, wir spielen doch hier noch immer in Unterzahl und ich bin jetzt vielleicht nicht die Riesenhilfe. 6-6, könnte schlimmer sein. Aber, naja gut, ich habe auch nur Hopper. Was soll ich denn bitte machen? Ne? Ich krieg hier Sachen ab ohne Ende. Was soll ich machen? So, komm mal her. Man könnte natürlich, das ist mir gerade so eingefallen, Thema Meta. Anstatt auf die IP zu gehen, könnte man natürlich auch einfach die tägliche Zeit nehmen, die halt mit irgendwelchen Sachen gespielt wurde. Das wäre noch eine Option. Darüber könnte man nachdenken. Dann hat man halt auch nochmal das, was halt aktuell am meisten verwendet wird. Ne? Aber gut, das vielleicht halt für irgendwann mal. Jedenfalls, das alles ist ja noch im Aufbau. So. Aber gut, okay, wir haben hier ein bisschen länger durchgehalten als gedacht, aber am Ende des Tages ist das auch völlig egal, denn gleich setzt es ein, die Nicht-Niederlage. Zählt das eigentlich noch als Overdrive? Ja, sieht aus, als würde das noch als Overdrive zählen. Ja, cool. 2 Overdrives, immerhin. 2 habe ich eingesetzt. Nice, sehr schön. Danke. Wunderbar. Ja, so ein bisschen was habe ich auch hier an Aufgaben erfüllen können. Okay, und damit gehen wir rein in die dritte Schlacht. Es läuft gerade. Es läuft. Habe ich schon mal gesagt? Sie nannten mich auch Nostradamus? Ja, genau, das habe ich gemacht. Ich wusste, dass ich das gemacht habe. Es liegt daran, naja, dass ich halt Nostradamus bin. Okay, gut. Schlacht Nummer 3. Wo könnten wir landen? Ich erahne Schlimmes. Oh, anhand der Geräusche weiß ich's. Wir sind noch in der Lobby. Wir warten noch.
Okay, ich höre Jets im Hintergrund. Ich höre Panzer. Wir sind auf dem Schlachtfeld. Piu, piu, piu. Wir sind im Weltall. Natürlich, Rio. So, der kleine Bruder vom Todesstern. Alright. Aber immerhin, diese Schlacht, die fängt gerade erst an. Das heißt also, wir können hier noch von Anfang an gleich miterleben, wie das hier wirklich den Bach runtergeht. Ja, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Gut, freut mich sehr. Einer ist AFK, so muss es sein, so muss es laufen. Also ich tue jetzt hier auch natürlich meine Statistik auch wirklich den allerbesten Dienst ever. Ja. So, meiner Statistik tue ich, wie gesagt, den besten Dienst ever, indem ich hier natürlich, entsprechend in Control Points wahrscheinlich wirklich weniger Punkte erspiele als eigentlich. Na gut, ist ja auch egal. So, das soll uns ja jetzt hier nicht stören, ne? Das soll uns ja hier vom Kampf nicht abhalten. Ja, aber was ich sehr gerne hätte, wäre den Kollegen da hinten. So, der nicht ahnt, dass hier gleich sein letztes Stündlein geschlagen hat. Jawohl! So, vielleicht den hier auch nochmal mitnehmen. Ah, da muss er schon die Heilung drücken, wa? Ja, ja. Alles klar, alles klar, alles klar. Okay, okay, okay. Gut, Mann. Reg dich doch ab. Immerhin. Ein Kill. So. mehr will ich doch gar nicht. Mehr will ich nicht. Also, wäre natürlich schön, wenn wir das Ding hier gewinnen könnten, aber... Ich ahne Böses. Es lauert Böses im Busch. Böses. So. Komm mal her. Okay. Okay, der flitzt aber hier rum. Da kommt er auch gleich hier mit zwei neuen Kollegen. Aber die Kollegen sagen sich halt gerade so, ne, du TÜV abgelaufen. Panzer macht Kaboom. So, sehr schön, sehr schön. Läuft doch, ne? Wieso? Ich habe das Gefühl, das ist die neue Meta, ne? Ich kann eigentlich die Seite gleich einstampfen. Das ist die neue Meta. Ja, vielleicht nicht ganz, aber so ein bisschen. Es ist die Meter. Du musst halt das Ganze richtig interpretieren können. Ne? Denn die sogenannte Isida-Hopper-Ratio, die halt genutzt wird, um auch übrigens Boom- und Bust-Zyklen in der Wirtschaft zu bestimmen, ist auch hier wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Denn das ist der Indikator dafür, wie gut es einer Gesellschaft geht. Ne? Die Anzahl an Isida-Hopper-Kombinationen im Zusammenhang mit dem Stand des Mondes, welcher sich am Gardasee spiegelt, das darf man nicht verachten. Vor einigen Jahren, um Gottes Willen, das wird jetzt richtig komisch, aber ich drifte ja ab und zu mal hier ab, so wie Hopper. Nun, jedenfalls... Boah, das war gut, oder? Das war ein gutes Wortspiel. Ja, ich bin stolz auf mich. Ich hoffe, ihr auch. Lasst Kommentare da. Nun, denn jedenfalls vor zig Jahren damals, als ich noch jung war, so in meiner Blütezeit, damals im Kindergarten, nee, aber jedenfalls so 20, um 17, 18 ungefähr, so in diesem Dreh, da, ich weiß nicht, ob Leute wirklich so Geld verdienen oder ob das einfach eine Parodie war. Keine Ahnung. Jedenfalls irgend so ein Finanzkanal im englischsprachigen Raum mit wirklich, wirklich guten Tipps. Also ja, da hätte ich mein Vermögen, welches ich nicht besitze, definitiv einfach mal so zack nach diesen Tipps oder nach diesen Vorschlägen oder nach diesen Informationen definitiv angelegt. Und zwar, das war so eine Art Finanzhoroskop. Ne? Also, da ging es um Sternzeichen und wie der Mond steht und wie die Planeten sind. Und anhand dessen, also wirklich kein Witz. Und anhand dessen kann man halt dann eben sagen, okay, so wird jetzt halt der Kurs in den nächsten Tagen verlaufen. So. Wirklich, also Crypto at its finest. So.
Kann man nicht anders sagen. Also das war wirklich Qualitätscontent, ne? Man denkt, man hat schon alles gesehen, aber sowas, sowas bringt das nochmal auf eine ganz, ganz neue Stufe. Gut, hat mich natürlich nicht überzeugt, denn ich wusste ja ganz klar, der Hauptfaktor wird die Venus sein. Kam da jetzt nicht so zur Sprache. Daher Amateure. Ach, heute ist mal wieder ein guter Tag, ne? Ich glaube auch. Ich glaube auch. Mir tun diese Hitze im September überhaupt nicht gut. Ich warte noch immer sehnsüchtig auf den Hitzeschutzplan, aber jo, das hat nicht so funktioniert wie gedacht, ne? Tja, der Sommer, er kam. Gut, wie dem auch sei. Es läuft. Es läuft. Es sind zwar noch mal 7 Minuten zu spielen, aber noch haben wir die Führung und mit 8-12 bin ich jetzt nicht so gut dabei, aber auch nicht so schlecht. Ich bin solides unteres Mittelfeld. Von der persönlichen Performance her. Ne? Solides unteres Mittelfeld. So. Aber ich kann natürlich trotzdem versuchen, hier den einen oder anderen noch mitzunehmen. Oh weia, da habe ich mir aber einen ganz kurzen Splitter eingefangen und noch einen Splitter. Ah, aber immerhin einen Kill eingefangen. Ich glaube nicht, dass der hier mir irgendwas antun kann. Ich würde gleich mal sagen, okay, gut, ja, du kannst ihn dir auch nehmen. Alles gar kein Thema. Ich wollte nur anmerken, ich könnte... Und jetzt! es tut mir leid. Es tut mir leid, aber das war ja... Muah, muah. Profi. Der Profi mal wieder hier. Super. Herrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Ne? Also ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit. Gut, sehr schön. Da, den Twinser Boy, den werden wir uns mal gleich nehmen, wenn ich an den Palmen vorbei könnte. Oh, der wird seinen Overdrive aktivieren. Nostradamus! Nee, doch nicht. Okay, aber ich bin mir sicher, er hat überlegt. Er hat sich das bestimmt überlegt. Aber vielleicht hat er zu lange gezögert. Ne? Er dachte sich so, den nehme ich auch so. Da brauche ich nichts da an Overdrive. Da, jetzt hat er. Ja, hätte mal früher gemacht, ne? Hätte er mal seinen Overdrive eingesetzt. Nostradamus! Na? Seht ihr? Ich wusste es. Gut. 5 Minuten noch immer auf der Uhr. Die Führung ist da. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich liegt es einfach an meiner Aura, die ich hier ausstrahle. Und natürlich an der Kombination, wie Venus gerade zum Jupiter steht. Ihr wisst gar nicht, wie wichtig das ist. Ihr unterschätzt das immer. Ach du meine Güte. Genauso wie ein Führerschein. Ich weiß nicht warum, aber heute hatte ich einen ganz verrückten Traum. Ich habe geträumt, dass ich ein... Ich weiß nicht, woher ich das Motorrad hatte, aber ich hatte es. Und ich schob es halt so, ne? Und... Ich dachte mir so, hoffentlich erwischt mich die Polizei nicht, aber ja, weiß ich auch nicht warum. Keine Ahnung. Wird schon seinen Grund gehabt haben. Irgendwas wird es gewesen sein. Oh Mensch, da fällt ja eine Goldbox. Ja, nicht schlecht. So, für mich leider gar keine. Es sieht, die kommen ran, ne? Die kommen langsam ran. Ach, als ob. Als ob er mich von da getroffen hat. Dieser Diktator-Vorteil. Unverschämt. So, na gut. Ist ja auch egal. Solange wir hier die Führung halten können, bin ich auch zufrieden. Und wenn ich hier im soliden Mittelfeld abschneide, ne, dann ist wirklich alles in Ordnung. Mehr brauche ich gar nicht. So, was ich jetzt bräuchte, wäre, ich hoffe, es klappt. Ah! Herrlich. Und jetzt chill ich auch noch hier mein Leben auf meinem Thron. Jawohl. Ja, da bin ich leider nicht mehr weggekommen. Aber gut, immerhin nochmal einen einzelnen Kill rausgeholt. Es sieht noch immer nicht gut aus. Die kommen langsam ran, ne? Ist blöd, wenn du nur einen Punkt Führung hast. Also was die eingenommenen Punkte angeht. Es sieht nicht gut aus, vor allem jetzt. Jetzt kommen sie zurück, natürlich in den letzten 3 Minuten oder was? In den letzten 3 Minuten kommen sie auf einmal zurück. Da sagen sie sich, okay, jetzt können wir anfangen. Die hatten genug Spaß, jetzt hier die Hoffnung, dass sie gewinnen könnten.
Jetzt müssen wir mal hier wieder zurückkommen. Zur alter Stärke finden, die wir natürlich immer schon hatten. Ja, genau so wirkt das. Genau so. So, nicht anders. Oh Mann, der hat schon wieder seinen Overdrive. Der Schafterboy da hinten, der nervt mich schon tierisch. Ich... Ja, aber gut, okay. Könnte ich... Lohnt sich das, auf Schaftschutz zu wechseln? Ach, ich weiß nicht. Ich meine mal, es wäre schon vorteilhaft, gar keine Frage. Ja, Hammer sollte ich mir vielleicht auch mal zulegen oder so. Was habe ich denn eigentlich hier drauf? Hammer habe ich schon, Hammer habe ich schon. Okay, gut. Ja, Hammer habe ich schon, das ist nicht mehr das, was ich brauche. Ich brauche aber scheinbar andere Sachen. Habe ich aber nicht auch noch hier, nee, habe ich nicht. Schiffe versenken habe ich tatsächlich nicht mit drauf. Hm. Gut, sollte ich mir mal auch merken. Das scheint hier sehr gefragt zu sein. So, mal ganz kurz hier eine Mine hingelegt. Ah, die ist schlecht platziert. Boah, da ist schon wieder hier so ein... Boah, der ist wirklich, also es gibt Leute, ne, die nerven tierisch. So, jetzt mal hier ganz kurz. Ganz kurz Buddha... bei Le Fisch. Und dann hier, wo haben wir denn die Mistkröten? Da haben wir eine. Und wo haben wir das andere Vieh? Da habe ich doch gerade irgendwo gesehen, oder? Da hinten. So. Alles klar. So. Für die letzte Minute, ne? Für die letzte Minute jetzt nochmal hier alles rausholen. Aber gut, okay, bei dem Score sollten wir definitiv ein bisschen was machen. Ja, klar, schön hier mit Striker und mit allem, was ihr habt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich möchte ja jetzt hier wirklich nicht den Pessimismus raushauen, aber es sieht nicht gut aus. Und 14,27, ich war mal besser, ne? Also, wie heißt es so schön? Ja, genau so. Einfach nur noch irgendein bescheuertes Lachen. Das ist das Einzige, was du hier machen kannst. Ich hoffe darauf, dass ich jetzt mal ganz kurz hier meinen Schutz aktivieren kann und ich bete. Oh, ich hab's ausgehalten. Oh, ich hab's nochmal ausgehalten. Ja, was denn nun? Reg dich doch mal ab! Meine Güte! Oh, den schepper ich auch nochmal weg. Naja, fast. Naja. Ich hab's versucht. Immerhin so ein bisschen aufgehalten, aber... Aber auch das hier ist mal wieder leider kein Sieg. Tja, wir haben es versucht. Es hätte klappen können, aber naja. 5 Sekunden und 4 Punkte Unterschied. Ich glaube, diese... Differenz, die werden wir hier nicht mehr einholen. Tja, schade. Knappes Ding, aber natürlich mal wieder hier eine Niederlage gefressen. Die dritte in Folge. Es läuft. Wie läuft denn eigentlich hier das Video? Wir sind gerade bei 22, 23 Minuten. Jo. Dann würde ich sagen, nach 3 verlorenen Matches, Nostradamus hat gesprochen, reicht's auch für heute. Genau so sollte es sein. Das letzte, das hätte vielleicht auch ein Sieg sein können, aber gut, TO lädt jetzt auch nicht mehr. Auch immer ganz gut. Ein schönes Zeichen, um halt hier aufzuhören. Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen. Wir sehen uns nicht im nächsten Video. Deabonniert diesen Kanal, macht das nicht gut oder auch besser. Ja, Rinja hauen. Also, das ist schon klar. Danke fürs Zusehen, trotz alledem. Und jetzt aus. Raus. Da ist die Tür.